Nashville. Will we stay in Paris? Anything. To get away from a Paris. Ja, das kannst du jetzt sagen. Es gibt niemanden. Moment, was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Yo, Leute! Zurück bei einer neuen Runde Bioshock Infinite. Wir haben letzte Runde mit Larissi zusammen unsere Gondel gefunden. Unsere Gondel ins Dreamland. Bin ich nicht an Bord? Das doch bin ich. Genau, unsere Gondel ins Dreamland. Und ich glaube. Haben Sie immer einen Frauennamen gesagt? Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid, es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Voll der Hurensohn-Move. Also retten wir sie im Endeffekt eigentlich nur aus Eigennutz. Voll fies. So ein Bastard. Bastard, DeWitt. Weißt du, so an ihrer Stelle würde ich jetzt einfach so sagen, so fuck off, ich habe keinen Bock mehr auf Geld. Dem würde ich doch gar nicht weiter helfen wollen. Warum sollte sie denn? Danke. Danke, Süße. Ich liebe dich, aber warum? Warum hilft ihm weiter? Das frage ich mich. Wahrscheinlich einfach, weil sie ein vollends lieber Mensch ist. Das wäre so die einzige Option, die ich daraus schließen könnte. So. Man nennt sie also den falschen Hirten. Und ich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommt? Entweder die haben einen Propheten in ihren Reihen. Aha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. Okay. Ich würde sagen, nee, wir gucken uns das Ganze noch mal ganz kurz an, weil die Selze kann noch mitnehmen. Gib mir mehr Gesundheit! Perfekt. Und ich will den Euro nicht vergessen. Und jetzt können wir den Bereich verlassen. Alles okay? Ich will Paris sehen. Ich will... Will we stay in Paris? Alles sehen. To get away from a Paris. Ja, das kannst du jetzt auch. Es gibt niemanden. Moment, was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, es. Na komm. Alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können. Verdient! Verdient! Einfach verdient! Töte den, Alter! Kleines, süßes Mädchen, Alter. Hätte ich auch gemacht. Arschratte. Was ist er für ein Mensch? Reiß mal in eine Stadt in den Himmel. Lass dich da quasi von allem umbringen. Aber hol mal so ein Mädchen und du hast keine Schulden mehr. Die hat so gar keinen Bock mehr, verstehe ich voll und ganz.
Kann ich persönlich voll und ganz nachvollziehen. Richtig so. Das ist ein Call and Response, das habe ich im Musikunterricht gelernt. Daisy, die frische Luft hat geholfen, der hier ist wach. So, so, du bist also dieser berühmte falsche Hirte. Hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy? In Person. Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi, aber das hier ist mein Luftschiff und ich brauche es dringend. Wirklich? Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, DeWitt. Die Frage ist, zu wem hältst du? Comstock ist der Gott der Weißen, der Reichen, der Erbarmungslosen. Wenn du zum einfachen Volk hältst, komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. In Finkton unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Hol sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück. Aua! Habe ich meine Waffen noch? Ich muss Elizabeth finden, bevor es zu spät ist. Die Klage, die ich von Arbeitern am häufigsten höre, ist die, dass sie mit ihrem Los unzufrieden sind. Also ich muss sagen, dieser Comstock ist mir dezent unsympathisch. Eine Kuh kann kein Löwe sein. Und warum solltet ihr das wollen? Wer will schon all die Verantwortung uns sorgen? Wie viele denn noch, Alter? Reicht! Ist okay, ja? So, bin ich jetzt... Von wo denn immer noch? Wie Scheiß tust du? Ah! Da hinten war Selze. Alter Vater. Boah, die hole ich mir jetzt auch nochmal schnell. Puh. So, war das ätzend. Halleluja. Selze, Selze, Selze. Ab zu Ellie, Leute. Wir müssen Ellie finden. Ellie, Ellie, Ellie.
Employees only. Okay, stürmen wir. Er ist auch geil. Hat schon den Kopf durchlöchert, aber setzt sich erstmal trotzdem noch hin. Bei ihm läuft auf jeden Fall. 12 Euro kurz mitgenommen. Nummer 12 Euro. Das ist die Question, where to? Ah, okay. Headshot. Hier hat jemand mit meinem Schockjockey rumgespielt. Finde ich uncool. Das ist mein Schockjockey. Hau bloß ab, du Drecksgöre. Willst du wissen, was wir mit hübschen, blinden Passagierinnen machen? Lissi! Oder nicht? Hey! Hey, jetzt warte doch mal! Gehen Sie weg! Lissi! Ich brauch deine Muni! Ich will bloß mit dir reden! I wanted to talk to you! Es muss einen anderen Weg geben. Angeforderte Truppen sind unterwegs. Passt auf sie. Holt sie ab. Nehmen Sie die Hände weg! Die Klappe! Loslassen! Hauptstock will ich haben und wir tun ihm den Gefallen! Halt endlich still! Ist da wer? Zum Angriff! Das ist meine Lissi. Niemand von euch arglos kann mit dir anfassen. Und wenn ich sage, niemand wird sie anfassen, dann meine ich, niemand wird sie anfassen. Niemand! Wo denn? Tell me, tell me, tell me.
Spiel. So, kommen wir zum Thema meine Lissy zurück. Damit wir das Luftschiff wiederkriegen. Sie können uns hier wegbringen. Ja, ich muss nur Waffen für einen ganzen Aufstand besorgen. Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Finken. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du, Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. DeWitt. Und ein Gauner. Aber ohne Sie komme ich niemals nach Paris. Elspeth! Elspeth, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Sie sich nicht so sehr an mich, Mr. DeWitt. Die Klage, die Sie ich sind am Mittel zum Zweck, ist ein mehr nicht. Wir gehen das dann mal. Was quält ihr euch, frage ich? Eine Kuh kann kein Löwe sein. Und weg hier. Alter, ich bin schon wieder am Sweaten, Freunde. Ich glaub das nicht. Ich bin schon wieder 4000 Grad. So. Ab nach Finkton. Da wäre ihr Waffenschmied. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Mach mal auf da. Willst du dir das mal ansehen? Danke. Da drüben, ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach Finken. Wo denn? Das kostet uns unterwegs das Leben. Das hätte ich vielleicht kurz überdenken sollen, wenn ich mir das so recht überlege. Für die Familie! Dauert noch ein wenig. Hier, danke! Hab dich vermisst! So. Next, please. Danke, Süße. So. Hammer. Darf ich den vielleicht nehmen? Dankeschön. Passt auf, Freunde. Ich würde sagen, wir machen das folgendermaßen. Der Aufzug kommt gerade. Wir sehen den Aufzug in der nächsten Folge.
Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, Subscribe nicht vergessen, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Ich freue mich über jeden Subscribe. Kleiner Klick für euch, großer Klick für mich. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Peace out und ciao.